Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Wir sind immer noch in diesem Anwesen der Everlex, oder wie immer die ausgesprochen werden, mit dem verwunschenen Nebel. Wir haben diesen, ich habe den Namen schon vergessen, den Typ hier auf jeden Fall gerade platt gemacht, ohne Gesicht und zusammengenähten Füßen, so angenähten Füßen. Wir haben schwarz wie die Nacht Katze und schwarz wie die Nacht Hund getroffen, die auch reden konnten und auch keine normalen Tiere waren. Hatte ich mir aber eh schon gedacht, so wie die aussahen. Und hier hat er das Grab für den, ja, es war ein Dieb im Endeffekt, für diesen Dieb ausgehoben, den er umgebracht hat. Und interessant, dass er die Eindringlinge, nachdem er sie umgebracht hat, halt alle beerdigt hat, weil, wie man sieht, es ist ja nicht der einzige gewesen. Ist hier noch mehr Zeugs rum? Was ist das? Ich glaube, was ich hier gerade so sehe oder aufsammle, das ist für spätere Quests. Eine Bürste mit Blumenmuster. Hübsch. Vielleicht soll ich das dann zum Beispiel dieser Frau von Olgierd bringen, die wahrscheinlich auch schon ein Geist ist oder irgend sowas. Und dann habe ich es jetzt schon gemacht. Sehr gut. Schauen wir mal. Den können wir weder untersuchen noch looten, okay. Hier noch irgendwas? Das hier. Das ist eine Art merkwürdiges Loch. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Ah, auch das können wir untersuchen. Die Diebe wollten die Statue wohl mit Seilen runterlassen. Dann hat sie etwas vertrieben. Ja, es sind alles gerade Sachen, die rot sind, also irgendwas Quest-Interessantes, die, was aber jetzt noch nicht relevant ist, weil ich das Quest dafür wahrscheinlich noch nicht habe. Ich kenne diese Gottheit nicht. Seltsam. Olgierd kommt mir gar nicht fromm vor. Das ist ja nicht durch Zufall rot. Ich werde aber nicht den weiteren Wald, den weiteren Garten durchsuchen, sondern nur die Sachen angucken, die halt eh schon hier sind. Noch ein Eindringling, den der Pedell begraben hat. Pedell, genau. Also ich gucke mir jetzt nur die Sachen an, die jetzt sowieso gerade noch so halb auf dem Weg liegen. Und dann gehe ich auch schon rein und bin sehr gespannt, was mit der werten Dame des Hauses abgeht, weil, ich habe schon dreimal gesagt, kann ja kein normaler Mensch sein. Ah, mit Hund und Katze kann ich nicht reden. Werden auch so eine Art Beschützer sein, denke ich mal. Dieb. Bin kein Dieb. Hallo. Oh, vielleicht sollte ich nichts mitnehmen hier drin, weil sie dann vielleicht wirklich, vielleicht hat das eine Auswirkung und sie sagt dann, ich bin ein Dieb oder so, deswegen lasse ich das mal. Verschlossen. Das Einzige, was ich eine Ausnahme machen würde, wäre Vitriol. Und bei einem Reliktgegenstand, den ich gebrauchen könnte, würde ich mir vielleicht noch das nochmal überlegen. Komme ich hier hoch? Ich glaube nicht. Nee. Hier geht's doch gar nicht weiter. Ich muss vorsichtig sein. Ach, sag bloß, war eigentlich klar, dass es, wie gesagt, kein Mensch hier auf uns wartet. Oh, Mist, da ist ein Relikt. Okay, dann ist es jetzt wahrscheinlich egal. Scheiß drauf. Ist allerdings nicht besser, wie man sieht. Na gut.
Ne, der ist eingeladen. Iris Skizzen. Was zum Teufel war das? Ein Geist. Ihres Skizzenbuch. Kann ich nicht aufmachen und anschauen, schade. Die Bücher nehme ich nicht mit, die kriegen eh fast kein Geld. Sei denn, ich habe sie noch nicht gelesen, dann mache ich eine Ausnahme. Hier ist der Geist rein, oder? Ich glaube, es macht auch überhaupt keinen Unterschied, ob ich hier was klaue oder nicht, weil dann wäre bestimmt schon was passiert, als ich das erste geklaut habe. So, wo muss ich denn hier lang, um hochzukommen? Du wirst hier sterben. Und warum? Ich will dir doch bloß helfen. Ah, Olgiert. Da ist er. Olgiert, wie ich ihn nie gesehen habe. Ein anderer Mann. David Beckham ohne Namen? Okay, hier kommen wir nicht lang, hier kommen wir nicht lang, ich hab's kapiert. Hier brennen sogar Kerzen. Es ist gedeckt. Ordentlich. Und alles sauber. Es kann serviert werden. Der Pedell muss den Tisch noch decken. Aha. Deckt also auch den Tisch der Pedell. Das war dann wohl das letzte Mal, dass er den Tisch gedeckt hat. Das wird dann alles so liegen bleiben und einstauben. Und der Nächste, der hereinkommt, wird sich nicht denken. Ha, ordentlich. Er wird sich denken, hier sieht es genauso beschissen aus wie überall anders auch. Feuer gemacht hat er auch. Hätte doch wenigstens mal aufräumen können. Er kommt ja kaum durch. Na gut, dann gehen wir mal die Treppe hoch. Hier geht's nicht weiter. Soll ich hier mit aufhalten? Tja, das Bild ist auch nicht mehr ganz so hübsch, wie es mal war, denke ich. Oh, da drüben ist auf jeden Fall irgendwas Questmäßiges, aber da müssen wir wahrscheinlich den Bogen gehen, da werden wir nicht reinkommen. Die Bilder sind aber noch in Ordnung. Vielleicht die Tochter und da ist wahrscheinlich die Frau mit Olgiert. Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Abgeschlossen. Brandschaden. Interessant. Kovi und Povis, das Buch war doch unten auch schon. Warum haben die denn Bücher doppelt? Oh, hier draußen ist es so schön hell und da drin ist es so verdammt dunkel. Stimmt, ich wollte doch mal die Bücher durchlesen, die ich noch nicht durchgelesen habe, aber ich vergesse es immer, weil ich will die eigentlich am Ende einer Folge lesen. Ah, okay. Wir müssen also höchstwahrscheinlich über den Balkon oder die... Na, Terrasse ist eigentlich nicht, oder? Den Balkon müssen wir wahrscheinlich ins nächste Zimmer. Tja, ich habe leider nicht gesehen, was passiert ist, nur gehört, dass irgendwie... entweder eine Tür auf- oder zugegangen ist, aber ich glaube, sie ist aufgegangen. Die ist wieder abgeschlossen, ja. Der Weg wird uns geweist. Scheiße, ich sehe nichts.
Ah, davon war auszugehen. Hör auf dich zu heilen, hör auf dich zu heilen! What? Das hat sie wieder voller Energie, oder fast voll, was da drin war. Machen aber echt nicht viel Schaden, als wenn die hier an diesem irden Ding drin ist. Hör auf dich zu heilen, hör auf dich zu heilen! Ah, ich kann das Bild kaputt schlagen. Sag mir das doch. Boah, das ist genau wie dieser Pedell, ein ziemlich anstrengender Kampf. Vielleicht sogar noch ein bisschen anstrengender. Also fast wieder voll, was? Komm her. Schon wieder voll! Was? Moment mal, muss ich vielleicht die Bilder zerstören? Ja, ich kann die Bilder nicht angreifen. Ich mache mit Irden genauso viel Schaden wie ohne, wie es aussieht. Ich komme ja auf keinen grünen Zweig. Alter, dauert das ewig. Sich alle immer wieder heilen, ey. Dieser Pedell auch. Oh. Boah, der Kampf ist anstrengend. Krass. Haben auch keine Tränke mehr. Ich habe noch ein bisschen Essen. Ja. Habe ich noch mal Katze? Scheiße, Scheiße!
sie nicht. Hör doch mal auf, dich zu heilen. Der heilt halt immer so viel wieder. Und ich sehe nichts mehr. Hab ich's? Nein, die war doch tot! Oh Mann! Na endlich! Oh! Gerade aber ohne Katze war es einfach so anstrengend. Ich hoffe, ich kann jetzt hier nächtigen, ey. Also meditieren. Was zum Teufel? Ja, es geht zum Glück anders. Jetzt brennt die Bilder oder was? Meine Herren. So, jetzt lesen wir es aber erstmal durch. Geister, die Erscheinung aus dem Gemälde. Erscheinungen sind oft an Objekte gebunden, die für sie im Leben besondere Bedeutung hatten. Oder an Orte wie die Stätte ihres Todes. In beiden Fällen besteht die Verbindung in einem starken emotionalen Band, aus dem die Erscheinung Energie bezieht. Inigo Swann, jenseits der natürlichen Welt. Als Geralt durch das verlassene Anwesen der von Everex wanderte, stieß er auf die Erscheinung einer Frau, die im Haus spukte. Der rastlose Geist hatte Macht über die Einrichtungsgegenstände des Hauses, vor allem über die Bilder. Sie bewegte sich frei durch die Leinwände, in eine hinein, aus der anderen wieder heraus. Zunächst versuchte die Erscheinung Geralt zu vergraulen. Als die Strategie nicht fruchtete, griff sie ihn direkt an. Geralts Kampf gegen die Erscheinung war hart, denn seine Kontrahentin war vom Zorn getrieben und führte ihre Angriffe mit hitziger Aggressivität aus. Das stimmt. Der Hexer musste blitzschnell sein, um ihre Angriffe zu parieren. Er kam kaum zu Atem, geschweige denn zum Gegenangriff. Außerdem stand die Erscheinung mit den Gemälden ringsum in Verbindung und hörte erst auf, sich über die Bilder zu regenerieren, als Geralt die Verbindung zerstörte. Der Schlüssel zum Sieg über die Erscheinung aus dem Gemälde: Paraden, ihre Angriffe und nur sporadische Angriffe zu klug gewählten Zeitpunkten. Jeder halbherzige Angriffsversuch wurde mit einem mörderischen Gegenangriff bestraft. So habe ich es überhaupt nicht gespielt. Ich habe keinen einzigen ihrer Angriffe pariert, habe einfach nur drauf eingehackt, bis irgendwann kaputt war. Puh, anstrengend. Weil jetzt ist ja wenigstens mal ein bisschen Licht drin. Das war dann wahrscheinlich nicht die Hausherrin, zu der wir jetzt gehen müssen oder sollen. Schlafgemach. Hier sollte Iris sein. Ein harter Kampf auf jeden Fall. Genau wie mit dem Pedell. Himbeeren, nice. Ist das die. Das war doch der Geist von ihr, oder? Das muss sie sein. Mist. Du wolltest sie sehen. Da ist sie. Man sollte seine Wünsche vorsichtig formulieren. Das hilft gegen Enttäuschungen. Soll das ein Witz sein? Warum habt ihr nicht gesagt, dass sie tot ist? Du hast nicht gefragt. Ah, und wieso ist sie nicht begraben? Wir können das nicht. Und den Pedell, den du besiegt hast, hat sie zu Lebzeiten befohlen, sich für immer von ihr fernzuhalten. Je mehr ich erfahre, desto stärker wundert mich, dass ihr mir helft. Wir wurden herbeigerufen, um Iris von Everec zu dienen.
Unsere Herrin ist tot, aber das entlässt uns nicht aus dem Dienst. Verstehe. Ihr wollt diesen Ort und diese Leichen verlassen. Überrascht? Nein, überhaupt nicht. Wie ist sie gestorben? Wunden oder Kampfspuren sehe ich keine. Ihr Herz ist gebrochen. Das heißt, Herzinfarkt? Nein, es ist einfach geplatzt. Kaum zu glauben. Und doch genau das, was geschehen ist. Eines Tages schloss Iris die Vordertür ab, legte sich hierhin und starb an Trauer und Einsamkeit. Ihr Geist ist rastlos und zornig, greift Eindringlinge an. Warum? Herrin von Everek hat viel erduldet. Sie ist Gäste nicht gewöhnt und mag keine seltsamen Leute. Sie kann uns nicht hören. Okay, dann machen wir hier erstmal einen Cut. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.